Am 31. Jänner hat sich Gemeindeverbandspräsident Wilfried Berchtold im Pflegeheim Haus Klostertal zu einem Gespräch mit den Mitarbeitern angekündigt. Am Telefon ist Evelyn Zech, eine Mitarbeiterin. Frau Zech, Herr Berchtold hatte sich angekündigt, es gab einen Termin und dann? Dann haben wir gewartet den ganzen Tag. Und heute in der Früh haben wir aus den Medien entnommen, dass die Mitarbeiterbesprechung sehr wohl stattgefunden hat. Mit dem Betriebsrat und mit ihm. Da gibt's und gab's keine Besprechung. Werden Sie jetzt weiter in die Richtung irgendwas unternehmen oder belassen Sie es bei der Richtigstellung? Also es geht um die Richtigstellung. Und Sie wissen aber nichts, dass es in Zukunft jetzt doch noch zu so einem Gespräch kommen wird? Ja, das wird noch kommen zu so einem Gespräch. Gibt es da schon einen Termin? Ja, da gibt es einen Termin am 6. Februar, hat er sich angekündigt, jetzt der Herr Berchtold.